Ein so ein Turm hier stellt einen Zehner dar, weil er eben aus 10 Kästchen besteht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und von diesen Zehnern habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also stellt dieser ganze Haufen gelber Kästchen hier 8 Zehner dar. 8 Zehner. Und das gleiche kann ich hier mit den blauen hier auch noch machen. Das sind halt die Einer. Und das ist ja noch ein bisschen einfacher. Die Einer sind hier nur drei. Drei Einer. Jetzt würde ich gerne von diesen 83 hier, also von allen Kästchen, die ich auf der linken Seite habe, würde ich gern etwas abziehen. Und zwar würde ich gern die Zahl 25 abziehen. Ich mache die mal komplett in neuen Farben und eine 5 in der einer Stelle. So, wenn ich jetzt in die einer Stelle gucke und da anfangen wollen würde abzuziehen, siehst du bestimmt schon ganz fix 3 minus 5. Oh, ja, wie geht das? Das haben wir so noch gar nicht gemacht. Das heißt, wenn du hier nur 3 Einer hast, ja, wie sollst du dann von den 3 Einern jetzt 5 wegnehmen? Das sind ja viel zu wenige. Deswegen wäre es ja eigentlich ganz toll, wenn du jetzt einfach sagen könntest, naja, ich habe ja hier noch ganz viele Zehner, ich nehme einfach einen von diesen Zehnern hier weg und ja, ich teile den einfach auf in 10 einzelne Kästchen. Und das ist genau das, was wir machen werden. Also, nochmal ganz langsam. Ich mache jetzt das Folgende. Ich nehme jetzt hier, sagen wir mal, diesen Turm hier, diesen Zehner, der streicht den noch ein paar Mal, und daraus, das hier ist jetzt eine Gruppe von 10 Kästchen. Und daraus mache ich jetzt einfach 10 einzelne Kästchen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Also den Turm hier, den gibt es jetzt gar nicht mehr. Den haben wir jetzt übertragen sozusagen von den Zehnern auf die Einer. So nennt man das später, übertragen. Das heißt, hier bleiben mir jetzt eigentlich nur noch 7 Zehner übrig. Und wie viele Einer habe ich jetzt? Naja, sind 10 dazugekommen zu den 3, die ich eben hatte, also 13. 13. So, das gleiche mache ich jetzt hier rechts auch nochmal. Das hier sind jetzt also 7. Das sind 7. Und aus der 3 in der einer Stelle ist jetzt eine 13 geworden. Eine 13. Und jetzt siehst du bestimmt schon, jetzt ist das Abziehen ja eigentlich ganz einfach. 13 minus 5, das kann ich rechnen, und 7 minus 2, das kann ich auch rechnen. Also, dann mache ich das doch mal. 13 minus 5. Ich nehme wieder eine ganz neue Farbe. 13 minus 5, das sind noch 8. Also, wenn ich von den 13 hier jetzt 5 wegnehme, bin ich hier 1, 2, 3, 4, 5 wegnehme, bleiben noch genau 8 Kästchen übrig. Und zwar diese Kästchen hier. Flupp. Und wenn ich von 7 2 abziehe, von 7 Zehnern 2 Zehner abziehe, dann nehme ich jetzt also, nehmen wir mal den Turm hier weg, den Turm hier nehme ich auch noch weg. Dann bleiben mir halt eben wie viele noch übrig? 1, 2, 3, 4, 5 Zehner. 5 Zehner. Also was haben wir gerade gemacht? Leider konnte ich eben gerade hier diese 5 nicht von der 3 abziehen. Deswegen haben sich die Einer sozusagen von den Zehnern hier einfach ein so ein Türmchen ausgeliehen und haben den aufgebrochen in 10 einzelne Kästchen. Und dann, ja, man hat also sozusagen diese 10 hier übertragen auf die Einer-Stelle. Und dann ging das Subtrahieren ganz einfach. Weil dann waren hier ja 10 mehr und dann habe ich gerechnet, 13 minus 5 macht 8 und 7 Zehner minus 2 Zehner macht 5 Zehner. Okay, lass mich vielleicht nochmal, nur damit ich ganz sicher gehen kann, dass ich das gut genug erklärt habe. Also, hier stand ja eigentlich eine 80. Eine 80 plus, das ist kein schönes Plus, plus. Und hier stand eine 3. Und davon habe ich abgezogen eine 20 und eine 5.
Und da kommen natürlich noch Minuszeichen hin. Also hier ein Minuszeichen und da auch ein Minuszeichen. Also minus 20 minus 5 ist halt das gleiche wie minus 25. Und wenn ich da jetzt das Ergebnis von wissen möchte, mache ich einfach Folgendes. Ich sage einfach, ich nehme von der 80 hier, nehme ich 10 weg, dann bleiben hier also noch 70. Und ich rechne dann die 10, die ich hier weggenommen habe, einfach auf die 3 drauf. Also wird aus der 3 eine 13. Und dann war das Rechnen ganz einfach, weil 13 minus 5 in der einer Stelle, das macht 8. Und 70 minus 20 in der 10er Stelle, das macht dann eben 50. Und das Schöne in der Mathematik, egal wie du rechnest, du kommst immer aufs gleiche Ergebnis. Hier steht die 58 und das passt ja hier auch, weil 58 ist das gleiche wie 50 plus 8.